Er soll der edelste Club Deutschlands werden, mit Getränken für mehrere tausend Euro und Champagner ohne Ende. Kostet irgendwas ein bisschen mehr als 3000 Euro, also viel Geld mitbringen. Man fährt vor per Luxuslimousine, das wollen sich auch die Promis nicht entgehen lassen. Eine Eröffnungsparty nach dem Motto, Geiz war gestern. Hier geht es nicht darum zu zeigen, oh, ich hab nichts, sondern hier geht es darum zu zeigen, ich hab was. Doch nicht jeder Gast ist wirklich in Feierlaune. Wenn meine Schwester vollgemacht wird mit Alkohol und mit irgendwelchen Sachen und du angeschubst wird, dann werde ich sauer. Die Eröffnungsparty läuft irgendwie anders als geplant. In 24 Stunden soll in Gießen die Admiral Music Lounge eröffnen. Doch noch gleicht der neue Luxusclub einer einzigen Baustelle. Dennoch, den Zeitdruck nimmt Manager Jochen Weinel gelassen. Für den 33-Jährigen zählt nur eins. Er will das Admiral zur Nummer 1 der deutschen Clubs machen. Wir haben wirklich gesagt, wir gehen in allem in High-Class-Bereich. Das geht über die Bar, wo wir einen 3 Meter breiten Wasserfall eingebaut haben. Sämtliche Mobiliar, was hier drin steht, wurde speziell für uns angefertigt, entworfen, designt. Wir möchten gerne besondere Sachen haben, die man woanders nicht findet. 1000 Quadratmeter groß und 4 Millionen Euro teuer. Ein Club der Superlative. In wenigen Stunden sollen sich die Gäste an der 12 Meter langen Theke drängeln. Die wurde eigens angefertigt und wird später mit exklusiven Getränken bestückt. Wir haben zum Beispiel einen Banner Heaven, 30 Jahre. Da gibt es nur 137 Flaschen weltweit und wir haben die einzigen 9 Flaschen deutschlandweit. Also die gibt es wirklich nur dann bei uns. Den Talent von Hain haben wir mit im Angebot. Das ist ein sehr, sehr hochwertiger Cognac. Also ich würde sagen, viel höher geht gar nicht. Ob es zum Ausschank der teuren Spirituosen kommt, steht noch in den Sternen. Denn die letzten Bauarbeiten gehen nur schleppend voran. Clubmanager Jochen bleibt aber zuversichtlich. Es hakt noch an einigen Ecken. Wir werden das hinkriegen, wir werden alles lösen. Aber es ist noch verdammt viel Arbeit und die kriegen wir aber hin. Da gehen wir mit Elan dran, es geht jeder dran. Ich selbst bin seit guten 72 Stunden mit ganz wenig Schlaf ausgekommen. Es geht. Es ist so viel Adrenalin im Blut, dass wir einfach sagen, klar, das schaffen wir. Arbeiten im Akkord, doch so langsam wird die Zeit knapp. Bis zur großen Party sind es nur noch 6 Stunden. Jede Panne kann das Projekt der Öffnung ins Wanken bringen und Probleme gibt es an allen Ecken und Enden. Wir haben kleine Schäden jetzt schon zu vermelden. Das ist beim Auspacken von einem Sessel mit einer Rasierklinge den Stoff eingeschnitten. Die Bar, klar, es ist im Moment unser Problemkind. Problem ist, wir stehen wetterbedingt im Moment auf der Autobahn. Wir müssen jetzt einfach schauen, aber ich denke, sie wird so weit fertig, dass kein Gast merken wird, sie ist nicht komplett. Zumindest der XXL-Champagner ist bereits eingetrudelt. Ein wertvolles Objekt. 15 Liter hat man nicht alle Tage. Die Flasche ist vielleicht nicht für jedermann erschwinglich. Kostet irgendwas ein bisschen mehr als 3000 Euro. Also viel Geld mitbringen. Eines steht zumindest fest, billig wird der Abend nicht. Eine einzige Cognac-Flasche kostet bis zu 30.000 Euro. Dimensionen, die Gießen ganz plötzlich zur Weltstadt machen. In Dubai zum Beispiel gibt es den teuersten Cocktail der Welt für 4.900 Euro. Die vermixen auch ähnliche Spirituosen in diesem Preissegment. Wenn ich jetzt mit dieser Talent zum Beispiel einen Cocktail mixen würde, lägt der Preis mit Sicherheit knapp drunter. Je nachdem, wenn ich 2 Zähl mehr reinmachen würde, könnten wir vielleicht sogar den teuersten Cocktail der Welt hier kreieren. Ob den VIP-Gästen ein bloßer Cocktail so viel wert sein wird, wir werden sehen. Der großen Club-Eröffnung jedenfalls steht nichts mehr im Wege. Die Theke ist zumindest weitgehend fertig. Letzte Anweisungen ans Barteam. Die Jungs, ihr macht die Cocktails. Blender für Sex on the Beach. Ja, ein paar Mojitos und Kaipis vorbereitet. Einfach nur, ihr könnt auch schon vorstößeln, kein Problem, vormatteln. Guckt, dass es rausgeht. Ich bin schon ziemlich aufgeregt, weil es läuft alles noch ein bisschen durcheinander. Ich bin aber auch gespannt und freue mich auch. Es geht dem Ende zu. Langsam kommt auch bei mir Stress auf und das soll was heißen. Die letzten Sekunden des Countdowns. Dann ist es 22 Uhr. Die Party kann beginnen. Eingeladen ist die geballte deutsche Champagnerliga. Und die zeigt sich begeistert. Party, Spaß.
Bayern. Sowas in der Form, so edel, stilvoll, noch nie gesehen. Also Wahnsinn. Sie kommen gerade vor, als ob ich ein Rollen wäre. Was geht hier eigentlich? Mega. Hier geht es nicht darum zu zeigen, oh, ich habe nichts, sondern hier geht es darum zu zeigen, ich habe was. Das lässt sich die Partyfraktion um Tatjana Xell, Michael Ammer und Gina Lisa nicht zweimal sagen. Der Alkohol fließt in Strömen und die fleißigen Kellnerinnen kommen mit dem Nachschub kaum hinterher. Ein Aufwand, der sich aber zumindest finanziell nicht zu lohnen scheint. Ja, Baby! Schon Trinkgeld bekommen? Trinkgeld habe ich noch nicht bekommen. Stattdessen investiert man lieber in noch mehr Alkohol. An der Bar herrscht deshalb so langsam Wodka-Notstand. Aufgrund des Wetters wurde eine Wodka-Sorte nicht geliefert. Jetzt trinken sie gerade unsere Wodka-Vorräte leer. Es sind schon ungefähr 200 Flaschen Grey Goose Wodka weg. 150 Flaschen Prosecco, 10 Kisten Champagner. Während im VIP-Bereich wild gefeiert wird, ist bei sonstigen Gästen von Luxus und Glamour eher wenig zu spüren. Den Shampoos trinken die anderen. Von den weißen Mouettes gibt es nur 200 in Deutschland. Davon haben wir 20 getrunken. Die wahren Schätze, auf die hier alle so stolz sind, bleiben indes ungeöffnet. Whisky und Cognac im Werte eines Kleinwagens, feine Tropfen als Ladenhüter. Es gibt bestimmt ein Publikum, die das trinken. Für mich ist es eher nichts. Wenn ich ihn ein Geschenk bekomme, klar. Ein Geschenk Gaul schaut man nicht ins Maul. Aber selber kaufen. Würde ich mir, glaube ich, Auto kaufen oder für meine Kinder Geld anlegen, aber ganz sicher nichts trinken. Nicht mal die Reichen und Berühmten wollen also das edle Gesöff trinken. Während Julia Siegel als DJ einheizt, lässt Clubmanager Jochen Weinl jetzt doch die 15-Liter-Flasche Champagner holen. Auf Kosten des Hauses, gezwungenermaßen. Denn kaufen will auch dieses Schmuckstück niemand. Und so langsam scheint auch bei den VIPs die Stimmung zu kippen. Wenn meine Schwester vollgemacht wird mit Alkohol und mit irgendwelchen Sachen und du angeschubst wird, dann werde ich sauer. Da wärst du bis hin zum kleinen Pitbull. Und mir ist egal, mit mir kann man machen, was man will. Aber wenn es um meine Familie geht und sie wird vollgeschüttet, das ist ein bisschen asozial. Probleme, von denen die anderen Promis nichts mitbekommen. Manager Jochen Weinl ist trotzdem zufrieden mit der Party. Die Eröffnung im Luxusclub war ein voller Erfolg, findet offensichtlich nicht nur er. Ich denke, wenn man hier reinschaut, kann man nur zufrieden sein. Das ist alles fertig, es hat alles geklappt. Draußen steht eine Schlange an Menschen, die rein wollen. Es läuft einfach mega. Bis in die frühen Morgenstunden wird in Gießen noch gefeiert. Im VIP-Bereich genauso wie bei den restlichen Gästen. Aber den teuersten Cocktail der Welt, den hat an diesem Abend definitiv niemand mehr getrunken.